Ja, Leute, jetzt geht's nach Hause, aber ich habe vorhin wieder ein bisschen was Schreckliches erlebt. Ja, erstmal in Hennigsdorf, da kam wieder dieser Typ an, dieser Inder. Und jetzt hat es mir auch wieder erst recht gezeigt, ich darf mich nicht unterkriegen lassen, ich muss irgendwas tun und mir hat es gerade auch eben wieder verdeutlicht, dass ich diese Operation auf jeden Fall durchführen will, weil um halt sowas zu verhindern, ja, also. Und ich finde es einfach nicht richtig, dass es überhaupt so eine Situation gibt, wo die Leute praktisch denken, die können tun und machen oder lassen, was sie wollen. Nächstes Mal kriegt der Typ gesteckt, dass ich keine Frau bin, sondern männlich und notfalls mit David. Und jetzt geht sie erstmal nach Hause.